Ahoi Kratujana und herzlich willkommen zu unserem neuesten Infovideo. Die italienischen Kreuzer werden kommen und das Ganze geht wahrscheinlich los mit Update 0.8.10. Wir sind gerade bei 0.8.8, sprich so in 2 Monaten circa geht es wohl los mit den Italienern. Nun hat Wargaming angekündigt, erstmal, dass es eine neue Sammlung geben wird und dass man dann wieder italienische Container sich holen kann. Da gibt es dann Vorabzugänge für die Schiffe und bla bla bla. Dazu geht es heute aber hier nicht. Wir haben Informationen erhalten über den Dev-Blog der World of Warships-Entwickler, über Luigi Sansonetti. Und Luigi Sansonetti ist ein italienischer Elite-Kapitän. Und ihr wisst genau, dass ich mit Elite-Kapitänen auf dem Kriegsfuß stehe. Ich mag sie, keine Frage, sind super geil, sind super stark, aber in meinen Augen teilweise einfach zu heftig. Und unser Luigi Sansonetti, der ist so geil, dass ich ihm ein eigenes Video gewidmet habe. Ich hätte es jetzt bei dem anderen Video mit einbauen können, wo wir mit den Italienern ein bisschen geschnackt haben, aber ich dachte mir, erstmal haben wir so ein schönes Bild von ihm hier, das kann man so schön als Hintergrund nutzen und zusätzlich bringt er Talente mit, die mir ganz schön Bauchschmerzen bereiten. Ich will nicht sagen, dass es total broken ist und das wird total pay to win und bla bla bla, außer wenn er im Premium-Shop ist, dann ist es pay to win. Aber im Großen und Ganzen müssen wir uns mal über Luigi ein bisschen unterhalten. Erstmal, Alter, der braune Augen. Ich als Mensch mit braunen Augen, ich erkenne das sofort. Wir sind auf einer Wellenlänge. Nein, darum geht es heute nicht. Wir haben erstmal die Möglichkeit, denkt euch rein in die italienischen Kreuzer. Wir sind recht stark bewaffnet unterwegs, haben unseren defensiven Nebel, den wir nutzen können, zünden können, eindringen können, bei voller Fahrt weiterfahren können, schießen können und werden nicht aufgedeckt. Bei dem ersten Talent, was wir hier haben, hier steht es, One Time Duration Increase. Wenn wir unser Verbrauchsmaterial wohl benutzen, so lese ich das raus, oder aber wenn wir es beim nächsten Mal benutzen, eins von beiden, wenn wir eine gewisse Anzahl von Treffern auf die Gegner durch unsere Hauptbatterie gemacht haben, ihr braucht nur den Gegner treffen, dann wird die Dauer einmalig erhöht von euren Verbrauchsmaterialien. Das steht jetzt nicht, ob für jede Aufladung, aber Verbrauchsmaterialien, also da ist ein S hinter Dings, da, das heißt Mehrzahl, sprich unsere ganzen Verbrauchsmaterialien, die wir haben, da wird die Dauer wohl einmalig erhöht. Ich weiß nicht, ob es für jede einzelne Aufladung denn zählt, aber sagen wir mal, unser defensiver Nebel, der hält 40 Sekunden. Nun kommt hier Luigi an, sagt, ja, 200 Treffer, dann gebe ich dir mal noch ein paar Sekunden Ruf und auf einmal hält das Ding 50 Sekunden, 10 Sekunden mehr. Hört sich jetzt nicht nach viel an. Aber für dein Gegenüber da, der Luigi Sansonetti vielleicht nicht für 49,99 im Premium-Shop gekauft hat, der denkt sich, warum, wir haben gleichzeitig genebelt, warum zum Teufel bin ich schon wieder zu sehen und er nicht? Ist nicht so schön. Ist nicht so schön. Muss man mal gucken, es sind jetzt alles bloß hier ausgedachte Werte, ne? Kann auch sein, dass es bloß 2 Sekunden sind, aber das geht so in die Richtung. Ihr müsst den Gegner nur treffen. Es wird immer einfacher, bei den Elite-Kapitänen irgendwie dafür zu sorgen, dass man die Bonis abgreift und das finde ich persönlich schon nicht mehr so schön. Weiter geht's. Das zweite, was wir hier haben, das ist noch ein bisschen krasser. Ihr müsst einen Gegner vernichten. Nein, nicht den ersten. Ihr müsst nicht erstes Blut erspielen. Nein, ihr müsst nur einen Gegner versenken. Und dann habt ihr die Chance, oder besser gesagt, einmalig wird dann eure Feuerreichweite der Hauptbatterie erhöht. Okay, das ist jetzt, glaube ich, der Moment, wo alle sagen, what? Ganz genau, das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, what? Das ist ein bisschen krass. Also wenn es bis 100 Meter sind, okay. Aber wenn wir nachher da von 1 Kilometer oder so sprechen, also 10% Steigerung oder 5% Steigerung, müssen wir ungefähr 1 Kilometer mehr haben, dann hört bei mir, also dann hört wirklich alles auf. Weil die italienischen Kreuzer selber haben keine schlechte Reichweite. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass sie noch eine bessere Reichweite kriegen und das auch auf den unteren Stufen, und dann kriegst du da irgendwie auf T5 nachher mit 80 Kilometer Semi-AP eine Seite reingedrückt und sonst was für Scherze. Und dann denke ich zurück an die ganzen amerikanischen und japanischen Kreuzer, die da auf 14,347 Kilometer rumdümpeln, auf den unteren Stufen und selbst bei den späteren bloß auf 15 sind. Nee, ganz ehrlich, Luigi Sansonetti, da bin ich dagegen. Also, Reichweite ist eins der stärksten, wirklich eins der stärksten Werte, die man irgendwie pushen kann. Ich sage euch immer bei euren Schiffen, baut erst die Feuerleitanlage aus. Das bringt euch den größten Bonus erstmal.
Der ist so oft mit bei, dass ihr den einfach mal 10 bis 20% weiter schießt. Und das macht so viel aus teilweise. Außer ihr schießt standardmäßig schon über 20 Kilometer. Ne? Gerade bei den Kreuzern aber, da ist das so immens wichtig, die Reichweite zu erhöhen. Und ja, Luigi, der knallt einfach irgendwen da zum Meeresgrund und schon habt ihr eine erhöhte Reichweite. Einmalig, ne? Also wenn ihr... Das wäre jetzt ja noch pro Kill. Habt ihr eine 10 Kills? Schießt den auf 55 Kilometer? Nein, in die Richtung geht's nicht. Einmalig. Müssen wir uns natürlich mal angucken, wie viel das nachher sein wird. Aber so wie ich Wargaming kenne, werden sie den erstmal ein bisschen höher ansetzen, um einfach so einen Wow-Effekt rauszukitzeln. Und der wird uns, glaube ich, allen ganz schön erstmal Bauchschmerzen bereiten. So. Das reicht natürlich noch nicht. Nein, was haben wir jetzt? Wir haben verbesserte Verbrauchsmaterialien im Vergleich zu dem anderen italienischen Kreuzerkapitän da drüben im Feindteam. Wir haben eine erhöhte Feuerreichweite als der da drüben mit seinem 0815 Standardkapitän. Und wir bekommen jetzt noch, wenn wir High-Kaliber haben, also Großkaliber, wenn ihr eine gewisse Anzahl an Damage in eine Runde gemacht habt, die einen gewissen Prozentsatz des gesamten feindlichen Teams, bla bla bla, dann kriegt ihr Großkaliber, passiert in den gewerteten Gefechten sehr, sehr oft, fast in jeder zweiten Runde. Auf den kleineren Stufen passiert es auch sehr, sehr oft. Auf den höheren nicht unbedingt, da muss man wirklich dann schon bis 150.000 Damage aufwärts machen, um irgendwann mal Großkaliber zu kriegen. Aber auch das keine Seltenheit. Das reduziert, jetzt haltet euch fest, die Nachladezeit eures Hauptkalibers, also eurer Hauptbatterie und der Torpedotubes, Torpedowerfer, nachdem wir das denn erhalten haben. Das heißt, wir haben verbesserte Reichweite, wir haben verbesserte Verbrauchsmaterialien und, wenn wir das andere schaffen sollten, haben wir auch noch eine bessere Nachladezeit als Mr. 0815. Er konnte sich den damals nicht erspielen, weil er zu der Zeit nicht live online war, gespielt hat, als der Kapitän rauskam. Was haltet ihr davon? Ich übertreibe jetzt ein bisschen, keine Frage. Aber ich versuche euch ein bisschen in die Richtung zu drängen oder ein bisschen wach zu rütteln von dem, welche Richtung Wargaming hier bei den Elite-Kapitänen geht. Die ganzen letzten Elite-Kapitäne, die alle so rauskamen, die wurden irgendwie immer nur krasser. Da war keiner mit bei, wo du gesagt hast, boah, was ein Dreck, außer der deutsche Kapitän, der damals rauskam. Aber das ist schon ewig her. Bei den ganzen Elite-Kapitänen, die jetzt rausgekommen sind, das wurde immer bloß heftiger. Und ganz ehrlich, Das ist der falsche Weg, weil irgendwann haben wir wirklich dann so eine Zweiklassengesellschaft. Und wenn du denn das Team A hast, die haben in 12 Schiffen, haben die jeweils Elite-Kapitäne mit lustigen Feuerwerken und hier und besseren Kaliber und da und dort und das. Und bei den Gegnern sind welche mit bei, die alle irgendwie nicht so viele Gefechte haben, noch keine Elite-Kapitäne. Das macht ja dann doch schon einen Unterschied in den Runden aus. Sonst hat man ja immer gesagt, ach, die 2-3%, ach, das merkt man ja gar nicht. Aber hier geht das in eine Richtung, die mir persönlich langsam ein bisschen zu heftig ist. Eure Meinung dazu würde ich gerne mal in den Kommentaren lesen. Übertreibe ich hier völlig? Meint ihr, ach, Krado, habt ihr nicht so, das wird gar nicht so schlimm, Luigi ist cool? Oder sagt ihr, ja, Krado, das ist echt heftig. Wir haben das ja auch beobachtet, wir gucken ja deine Infovideos immer und liken auch alle. Und da haben wir die anderen Kapitäne auch alle von dir vorgestellt bekommen. Und du hast recht, der Trend ist ganz schön heftig, in welche Richtung das hier geht. Kann man nur hoffen, dass Wargaming da rechtzeitig einlenkt und dass wir nicht irgendwann denn die ganzen 49,99 Pakete im Premium-Shop haben, um sich alle Kapitäne einzeln denn noch nachzukaufen, weil man die unbedingt braucht und in den ganzen Einhorn-Clans kommst du denn gar nicht mehr rein, weil du den Elite-Kapitän auf jedem Schiff brauchst, weil sonst bist du nicht einsatzfähig. Was willst du lappen denn, wenn du nicht die Kapitäne hast? Und ja, alles so eine Richtung. In der Richtung, da graut es mir ein bisschen, dass wir halt so eine Zweiklassengesellschaft denn da erhalten. Mal schauen. Lass uns überraschen. Eure Meinung in die Kommentare. Bewerten nicht vergessen. Daumen da lassen wäre ganz toll. Wenn euch der Kapitän und die Idee dahinter nicht gefällt, bitte uns nicht bestrafen mit einem Dislike, sondern einfach einen Kommentar schreiben. Haut rein. Bis zum nächsten Mal hier bei Team Krado.